Nach der Rekordstrafe der US-Behörden für die größte französische Bank BNP Paribas bangen auch andere Institute um ihr Devisengeschäft. Auch Deutsche Bank und Commerzbank sind offenbar ins Visier der US-Ermittler geraten. BNP Paribas hat nach Ansicht der US-Behörden bei Geschäften mit dem Iran, Kuba und dem Sudan gegen US-Sanktionen verstoßen und muss deshalb knapp 9 Milliarden Dollar zahlen. Wir drücken unser Bedauern über die Fehler der Vergangenheit aus, postete das Institut. Bestimmte Mängel, die bei dieser Untersuchung zutage getreten sind, nicht mit den ethischen Grundsätzen zu vereinbaren. Jean-Laurent Bonafé, Generaldirektor. Bei den Ermittlern klingt das so: BNP habe gewissermaßen als Zentralbank des Sudan fungiert. Nun überprüfen auch Crédit Agricole und Société Générale aus Frankreich, Deutsche und Commerzbank, Banamex in Mexiko und die Citigroup in den USA ihre Gepflogenheiten. BNP Paribas zahlt und wird auch für ein Jahr von wichtigen Dollarabwicklungsgeschäften ausgeschlossen. 13 Verantwortliche müssen ihren Hut nehmen, darunter ein Topmanager.